Wo ist das Stockwerk am Leipziger Rathaus hin? Gab es vor rund 200 Jahren weltweit eine Schlammflut, zu Englisch Mud Flood? Doch warum ist das nicht bekannt? Ein Krimi der Extraklasse. Dass sich der feste Boden, das Erdreich, innerhalb Sekunden verflüssigen kann, zum Beispiel infolge eines Erdbebens, ist ein bekanntes Naturphänomen. Zu sehen zum Beispiel in dem exzellenten Video Liquefaction and the Mud Flood. Liquefaction has left much of the city a soggy, crumbled mess. But the liquefaction, I mean, the suburban streets are like rivers. And you see these ladies over here, they're just sinking. The silty, saturated layers of soil just below Christchurch were so severely shaken. Weitere interessante Links dazu in der Videobeschreibung. Ganze Dörfer können auf die Art in wenigen Augenblicken einfach verschwinden. Manchmal kommt es auch zu Schlammfluten, die Meter hoch alles unter sich begraben. Das sieht dann zum Beispiel so aus. An sich ist es also nichts Besonderes, dass nach einer solchen Katastrophe das Erdgeschoss von Häusern verschüttet ist. Es sei denn, wir finden dies in Städten überall auf der Welt. In 2017 stolperte ich über Bilder wie diese, von denen es Abertausende gibt. Bei Bauarbeiten kommt es zutage, dass das heutige Erdgeschoss einst der erste Stock gewesen sein muss. Durch ein geschichtlich nicht erfasstes Ereignis wurden Städte unter Schlammmassen begraben und die überlebenden Bewohner entschlossen sich wohl, den ersten Stock zum Erdgeschoss umzufunktionieren. Der obere Teil des ursprünglichen Erdgeschossfensters wurde zu dem, was wir heute als Kellerfenster interpretieren. Wenn das stimmt, müssten sich in den heutigen Kellern große, inzwischen zugemauerte Fenster finden, richtig? Voila! Dieses Foto fand ich unter dem Stichwort Keller Gründerzeithaus Deutschland. Ganz eindeutig waren hier einmal große Fenster. Doch wie kommen sie dahin? Niemand würde ja große Fenster unterhalb des Straßenniveaus anlegen, zumindest nicht vor 100 Jahren plus, weil Keller für die Einlagerung von Kartoffeln und anderem Gemüse dunkel sein sollten. Außerdem würde nur Dreck reinwehen. Nun, wie kommt es dann aber, dass es zum Beispiel in Leipzig jede Menge große Fenster unterhalb des Straßenniveaus gibt? Zum Beispiel dieses Prachtstück in der Riemannstraße. Was man zuhauf findet, sind Häuser mit erhöhten Eingängen, die gleichzeitig ein sogenanntes Halbparterre haben, wie dieses. Hier wunderbare Aufnahmen aus Danzig, Sommer 2018. Offenbar ein Mekka des Halbparterres. Oder steckt nicht eher das ehemalige Erdgeschoss halb im Boden? Hier ein Schmankerl aus Dänemark. Die Architekten haben offenbar mit Zwergen gerechnet. Warum legt man Wohnbereiche halb unter Straßenniveau an, statt einfach ebenerdig zu bauen? Drei Gründe sprechen gegen diese Bauweise. Man kann keinen Keller anlegen, zumindest keinen mit Fenstern und somit einer Luftzufuhr. Die Wohnungen werden feucht sein, weil sie halb im Erdreich liegen. Und nicht zuletzt ist es umständlicher, weil man den Raum um die Eingangstreppen und Türen ausschachten und immer Außentreppen bauen muss. Also entweder verstanden die Architekten ihr Handwerk nicht oder... Ja, meinte ein Architekt, das könnte an der hohen Bauverordnung gelegen haben, die eine maximale Bauhöhe vorschrieb.
Weil man im Rahmen des Erlaubten so viel wie möglich vermieten wollte, also aus monetären Gründen, baute man feuchte Halbparterre, in die man das Gesinde verfrachtete. Jemand anderes würde dort wohl kaum wohnen wollen, in Zeiten, in denen es noch keine Zentralheizung gibt. Ein nettes Argument, aber wohl eher ein verzweifelter Versuch, das ganze Thema zu ignorieren. Gesinde war früher nämlich immer unsichtbar untergebracht, und zwar im Dachgeschoss. Außerdem hatten die offensichtlich wohlhabenden Erbauer all dieser Villen ein wenig Zubrot wirklich nötig? Und warum sollte man die Erscheinung der oft edel verzierten Fassaden mit stets dreckigen Fenstern im Halbparterre verhunzen? Und wenn Ästhetik offensichtlich eine große Rolle spielte, warum baut man dann Treppen vor Fenster? Ich kenne Dutzende Beispiele solch ungewöhnlicher Bauplanung allein in Leipzig. Wahrscheinlich erscheint mir, dass die Treppen nachträglich angebaut wurden. Nicht zuletzt kann man sich fragen, warum denn selbst ein Megabau wie das sogenannte Neue Rathaus in Leipzig mit seinen immerhin fast 115 Meter hohen Turm exakt die gleichen Mattflutcharakteristika aufweist. Auch dort sind große Fenster bis zu 2 Meter unter Straßenniveau. Warum? War es dringend erforderlich, den hunderten Räumen noch 20 hinzuzufügen? Und wegen der vom Stadtrat selbst erlassenen Verordnung war der Gang in den Untergrund der einzige Weg? Warum dann aber große Fenster, wenn eh kaum Licht in die Tiefe drängt? Fündig wurde ich bei den Recherchen zum alten Rathaus in Leipzig, die bis 1600 ein weiteres Stockwerk zeigen. Oder sogar bis 1830, wenn ich das entsprechende Bild richtig interpretiere. Nun könnte der Maler von 1593 natürlich betrunken gewesen sein. Doch wenn mich die Bildanalyse nicht täuscht, war das Rathaus auch 1830 noch höher. 1900 fehlt ein Stockwerk. Hier nochmal alle Bilder chronologisch. Gehen wir nach diesen Bildern, die übereinstimmend ein höheres Rathaus zeigen, muss das Niveau des Leipziger Marktplatzes heute um ein komplettes Stockwerk höher liegen. Ist also die gesamte Stadt versunken, weil sich der Erdboden bei einem Erdbeben verflüssigt hat? Das scheidet wohl aus, weil dann viele Gebäude schief oder voller Risse wären. Doch woher sollen solche Erdmassen kommen? Das ist noch unklar. Dennoch bleibt das Phänomen der fehlenden Stockwerke und halben Keller. Wer baut große Fenster tief unter die Erde? Stammen die alten Bauten aus der Gründerzeit um 1900 oder sind sie wesentlich älter? Was hat es mit den Städten im Untergrund auf sich, die überall ans Licht kommen? Wie bereits geschildert, fehlt laut Bildvergleich zum Beispiel am alten Rathaus in Leipzig nicht nur ein komplettes Stockwerk. Auch die Halbparterre an den sogenannten Gründerzeithäusern sind eigenartig. Sie verschandeln nicht nur die Optik, sondern bergen viele andere Probleme wie Feuchtigkeit in der Wohnung. Weil man aber nicht einfach in die Häuser spazieren und die Keller untersuchen kann, kam ich auf eine andere Idee. Ich schaute in die Lichtschächte und mir blieb die Luft weg. Heutzutage sind Lichtschächte maximal 1 Meter tief und das Fenster in der Regel klein, weil große ständig verdrecken würden. Aber bei vielen untersuchten alten Gebäuden geht es so richtig tief runter. Zum Beispiel am hangaufwärts über dem neuen Rathaus in Leipzig gelegenen Bau, der heute die Deutsche Bank beherbergt. Hier mein erster Fund. Einer von vielen. Wer bitte baut ein großes Fenster, dessen Oberkante sich knapp 2 Meter unter Straßenniveau befindet und schachtet insgesamt 5 Meter in die Tiefe, um möglichst viel Dreck zu sammeln? So sieht es heute aus. Angeblich wurde das Gebäude in nur 3 Jahren ab 1898 erbaut, sah aber damals schon uralt aus. Schon eigenartig. Ein weiteres Prachtstück ging mir unweit der Nikolaikirche ins Netz.
In einem engen Hinterhof zeigt einer der Lichtschächte Folgendes. Das in über einem Meter Tiefe beginnende Fenster hat nicht nur Gardinen, sondern darunter befindet sich noch eine weitere Öffnung, möglicherweise eine Tür. Warum sollte jemand eine Tür und Fenster, also zwei Etagen, tief ins Erdreich bauen? Lust auf Grundwasser? Rätselhaft ist, warum man zumindest die untere Öffnung nicht einfach begraben ließ, sondern den Lichtschacht in diese Tiefe trieb. Haust jemand in solch dunkler Tiefe? Ein einziges Rätsel. Einen guten Überblick über das Mudflat-Thema bietet dieses Video. Wenn man die Straßen aufreißt, um Gebäude wieder dicht zu machen oder neue Leitungen zu verlegen, entdeckt man besonders in Russland, dass die Gebäude viel, viel tiefer gehen als die Straße, die bisher den Grund der Stadt Dokumentation von Joachim Zilmer kennt, der einen aufzeigt, dass in der Sahara versteinerte Wale liegen, wo selbst noch die Borsten vorhanden sind, was von einer riesigen Flut oder eher gesagt Schlammflut zeugt, mitten in der Wüste. Russland stand schon immer. Schaut euch mal diesen Palast an. Der wurde da nicht erst gebaut. Der stand im 17. Jahrhundert schon und wurde einfach nur besetzt. Höchst interessant sind diese Fotos aus einer mir unbekannten südamerikanischen Stadt. Besonders im letzten Bild wird die meterhohe Erdschicht auf der rechten Seite erkennbar. Inzwischen findet die Thematik auch in den Mainstream, was ja in der Regel heißt, dass sie nicht länger geheim gehalten werden kann. In einem leider gelöschten Video wird über Bauarbeiten in Moskau berichtet, in deren Zuge Bodenstrukturen einbrachen. Man dachte, so sagt die Sprecherin, das Fundament reiche bis 4 Meter in die Tiefe. Tatsächlich seien es bis zu 18. Ja, 18 Meter. Ähnlich ist es in Salt Lake City. And here I took a little field trip to the Salt Lake Temple. I was just there recently and really remarkable what they've done. This is typically the ground level up here above these guys. Maybe about 30 feet of dirt has been removed. Nachfolgendes Video sollte auch den größten Skeptiker überzeugen, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Es zeigt Umbauarbeiten am Polytechnischen Museum in Moskau und gewährt tiefe Einblicke von innen und außen. A concept of a museum of science on the basis of the Polytechnic Museum. Modernization of the museum is a large-scale state innovation project. The modernization program for 2017-2018. Here's a picture. Well, all these pictures seem to have the same caption, reconstruction of the Polytechnic Museum, but we get some perspective from the main floor going down to the basement. And what's interesting to me is the I-beams, which even seem to penetrate the brick columns. As to the technical details of how that's done, I can't quite figure it out. I just don't understand it at this point. Okay, so I will just tag this on to the end. I want to say that there is so much more to cover. Here in Underground Floor Totally Proves the Mudflat hat sich jemand aufmerksam in einer Kellerbar umgesehen. Ganz offensichtlich das einstige Erdgeschoss. Oder erst das Obergeschoss. Inzwischen wendet sich das Interesse der Freidenker den unzähligen Städten im Untergrund, den Underground Cities, zu. Man höre und staune. Alle bisher untersuchten Metropolen sind großräumig unterkellert oder untertunnelt. Da stellt sich doch die Frage, ob, wann, wie und vor allem warum die Menschen von früher wirklich wie Maulwürfe ihre schon gebauten Städte untergruben. Selbstverständlich mit Deckenhöhen von rund 4 bis 8 Metern. Oder haben wir es hier mit dem ehemaligen Straßenniveau zu tun, der einstigen Straße mit Geschäften etc.? In diesem Video sehen wir diesen Keller von Seattle. Yeah,
Yeah, there's some stairs back in there. That's kind of cool. Ich könnte noch ewig so fortfahren, doch kommen wir zum vorläufigen Resümee. Zweifelsohne ist das heutige Straßenniveau zwischen 5 bis 18 Meter höher als zur Zeit der Erbauung all dieser Gebäude. Da wir dies auch bei Häusern aus der sogenannten Gründerzeit von 1870 bis 1900 finden, stellt sich die Frage, fand im 19. oder 20. Jahrhundert eine weltweite Katastrophe statt, inklusive anschließender Reparaturarbeiten? Warum wissen wir nichts darüber? Oder fand sie früher statt, so um 1600, siehe Altes Rathaus Leipzig? Oder gar mehrfach. Dann wären diese Gebäude aber wesentlich älter, als behauptet wird, und unsere Geschichtsschreibung eine einzige Farce. Sind die Baupläne, zum Beispiel der Gründerzeitbauten, die man im Grundbuchamt findet, vielleicht keine Baupläne, sondern nur Bestandsaufnahmen? Kamen die eigentlichen Erbauer und Inhaber all dieser Gebäude bei einem katastrophischen Ereignis um und Nachkommende fanden die verwaisten Städte vor und eigneten sich die Gebäude einfach an? Hiermit ist das Thema Reset Cities angedeutet, das wir später noch behandeln werden. Zahllose Fotografien zeigen menschenleere Metropolen um etwa 1840. Ja, das klingt alles ziemlich abenteuerlich, ich weiß. Alleine die Geschichtsschreibung zu hinterfragen, würde viele Menschen heftig empören. Aber was, wenn sie zum Beispiel im Zuge der Umerziehung nach 1945 gezielt verfälscht wurde? Um den verhassten Deutschen ihre Vergangenheit zu nehmen. Schrieben die Sieger die Geschichte im wörtlichen Sinne? Uns werden noch viele Ungereimtheiten begegnen. Und deshalb möchte ich an das Motto dieser Serie und meines Blogs insgesamt erinnern, nämlich größer und vor allem selbst zu denken. Die Trägheit der Herzen, die so furchtbare Schläfrigkeit aller Orten, ist nach meiner Einschätzung auf das in der Schule eingeimpfte Gefühl zurückzuführen, voll den Durchblick zu haben. Man weiß ja ganz genau, wie es war, welche Epoche auf welche folgte und wie wir hierher kamen. Im Endeffekt alles langweiliger Kram. Doch was, wenn man uns getäuscht hätte? Eingelullt, damit wir ja nicht hinsehen und selbst denken. Was, wenn alles ganz anders war? Gab es tatsächlich eine Gründerzeit ab 1870? Oder sind diese Bauten wesentlich älter? Nichts ist, wie es scheint. In Scharen wälzen sich die Touristen durch die Städte, emsig die Sehenswürdigkeiten knipsend. Ah, Renaissance, erbaut vom König so und so im Jahre bla bla bla. Aha, so war das also. Dann ist ja alles klar. Zutiefst befriedigt, wieder etwas Wichtiges gelernt zu haben, fällt uns nicht im Traum ein, die offiziell abgesegneten Infos könnten falsch sein. Ist es nicht eigenartig, dass wir durchaus hellhörig werden, wenn die Autowerkstatt 500 Euro für das Wechseln des Luftfilters verlangt, aber ansonsten kritiklos hinnehmen, was irgendwelche Autoritäten von sich geben? Ja. Auch ich wäre niemals auf die Idee gekommen, die Jahreszahlen auf den Giebeln könnten lügen. Also, dass sie entweder eine gezielte Täuschung sind oder sich nicht auf die Erbauung des Hauses beziehen, sondern auf dessen Renovierung. Man achte auf die Wetterfahne. Seit ich um die Mudflat-Thematik weiß, sehe ich zum ersten Mal genau hin und stelle Fragen. Zum Beispiel, wie lange es eigentlich braucht, um ein Gebäude wie das Leipziger Reichsgericht, heute Bundesverwaltungsgericht, zu bauen. Reichen dafür die offiziell angegebenen 6,5 Jahre von 1888 bis 1895? Oder was ist mit dem damals weltberühmten über 2 Meter hohen Singer Building? Angeblich soll es in nur 2 Jahren gebaut worden sein, 1906 bis 1908. Ohne Maschinenunterstützung versteht sich und inklusive dieser extrem aufwendigen meisterlichen Innenausstattung. Echt jetzt? Ein Gebäude mag ja noch angehen, weil da vielleicht 1000 Arbeiter Tag und Nacht gearbeitet haben, wie dies beim Biltmore Estate angeblich der Fall gewesen sein soll.
Mir ist zwar nicht ganz klar, wie 1000 Handwerker sich nicht ständig im Weg stehen und bei der Arbeit behindern, aber akzeptieren wir das mal. Nimmt man jedoch alle Bautätigkeiten in den Blick, die es in einer Stadt in einem bestimmten Zeitraum gegeben haben soll, wird es schnell lustig. In diesem Artikel hat jemand recherchiert, was in Seattle nach dem großen Brand von 1889 geschah. In fantastischen 18 Monaten sollen dort 5625 Gebäude errichtet worden sein. Das wäre schon bei kleinen Reihenhäusern eine klasse Leistung, aber wir sprechen hier von solchen Monstern. Das wohl beste Video zu solchen Wundern ist das nachfolgende, das anzusehen ich nur wärmstens empfehlen kann. Der Autor zeigt auf, wie absurd die Geschichtlein sind, die über deren angebliche Erbauung inklusive Abriss nach kurzer Zeit erzählt werden. What exactly is the Gilded Age? And when I was looking at... In einem Seitenstrang werden auch die Feuerstellen, Kamine behandelt, die ganz offensichtlich nicht für das Verfeuern von Holz konstruiert oder gedacht waren. Nun, wenn es schon im 19. Jahrhundert eine Technik gab, diese riesigen Gebäude ohne Kohle, Öl oder Holz zu beheizen und sie außerdem zentral zu klimatisieren, dann heißt das, wir sind keineswegs fortschrittlich, sondern leben in der Steinzeit. Alle Diskussionen über Umweltverschmutzung, Ölverknappung und vieles mehr sind absolut überflüssig, denn mit ziemlicher Sicherheit wissen die hohen Kreise um diese Technik. Sie halten uns also absichtlich sowohl in Unwissenheit als auch in einen nicht notwendigen Überlebenskampf. Andererseits ärgere ich mich über mich selbst, wie ich all diese niedlichen Geschichten glauben konnte und mich so leicht für dumm verkaufen ließ. Das zuzulassen wirkt nämlich einschläfernd auf die eigene Psyche. Wie wir bald in dieser Serie sehen werden, bekamen wir nicht ohne Grund so viele Western zu sehen, wo eben extra für uns Kinder Cowboy und Indianer gespielt wird. Der sogenannte Western war keinesfalls wildes, unbesiedeltes Land, sondern Heimat einer hochentwickelten, jetzt verschwundenen Kultur. Gegen sie nimmt sich das heutige Amerika mit Fastfood und Co. wie das Neandertal aus, bevölkert von dummen Barbaren. Diese Gebäude müssen lange vor der Gründerzeit gestanden haben. Wer sie erbaut hat, ist unklar. Sowohl die Ausmaße als auch die Ausstattung sprechen für überlegenes Wissen, das der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Die Upper Class von heute, die von vielen so bewunderten Reichen und Mächtigen, sind Nachfahren von Räubern. Sie schufen das Märchen von der vergoldeten Zeit, die in Wahrheit der Beginn einer weltweiten Sklaverei sondergleichen war und bis heute ist. 1870, in der sogenannten Gründerzeit, schossen angeblich weltweit überall hohe Gebäude aus dem Boden. Doch woher kamen die Milliarden Ziegel und andere Materialien dafür her? Gab es eine entsprechend entwickelte Infrastruktur? Zum Beispiel in Amerika. Demontage einer Phantomzeit. Es kamen bereits etliche Gebäude auf den Prüfstand, die angeblich im 1870 urplötzlich ausbrechenden Bauwahn entstanden sein sollen. Ergebnis: Unsinn. Der Verdacht, dass man uns hier einen Bären aufgebunden hat, wird weiter durch die Frage erhärtet, woher eigentlich das dafür benötigte Material kam. Martin Liedtke macht sich die Mühe, dieser Frage nachzugehen, und zwar ab Minute 11. I worked for CADU, which is Welsh Monuments on National Monuments. I worked a lot with this. And Bath stone and other stone. But this, granny, is a bugger to work with, guys. It doesn't cut right, it's rock hard, it's heavy. Bridge. Then I went looking for the stone that produced all of this kit.
this kit that we see all over America, the mudflat buildings that are being talked about, the history of Hardwick granite built the nation. So Hardwick stone, Hardwick is a guy, he's an architect out of Britain actually from the 1800s, but his stone is basically in America, and it's in a quarry in Vermont, and it's a stone producing company in Vermont in a place called Hardwick. Da wird zum Beispiel behauptet, ein einziger kleiner Steinbruch, nämlich der im Familienunternehmen betriebenen Hardwick, hätte im Grunde ganz Amerika mit Granit versorgt. Um eine Vorstellung von der Größenordnung zu gewinnen, hier ein Auszug aus einer Liste von Gebäuden, die angeblich mit diesem Granit erbaut wurden. Übrigens sind das alles Gebäude von teils gigantischem Ausmaß, vergleichbar mit dem Kapitol in Washington. Als wären der Widersprüchlichkeiten nicht genug, heißt es nun in einem anderen Artikel, Steinbruch sei in Hardwick aber erst deutlich nach dem Ende des Bürgerkrieges, der bis 1865 dauerte, betrieben worden. Außerdem nahm die Eisenbahn, mit der der Granit von Virginia ausgeliefert worden sein soll, erst 1888 ihren Betrieb auf. Mit welchem Material wurde dann aber das Weiße Haus erbaut, das auf einer Fotografie von 1848 schon in verblichener Pracht abgebildet ist? Das und noch viel mehr ist im vorhergenannten Video zu finden. Sehr empfehlenswert. Ich bitte an dieser Stelle zu bemerken, dass solche und viele tausend andere Ungereimtheiten nur ans Licht kommen, weil Menschen einem Verdacht nachgegangen sind und Quellen verglichen haben. Alles deutet darauf hin, dass Gebäude wie zum Beispiel das Kapitol, der Berliner Reichstag und alle sogenannten Gründerzeitbauten wesentlich älter sind, als heute gesagt wird. Zudem weisen alle die gleiche Mudflat-Symptomatik auf. Nun, unser Hausverstand geht von einer Kontinuität der Aufzeichnungen aus, allemal bei den so gründlichen Deutschen. Doch lag 1945 Deutschland nicht komplett in Trümmern? Blieben allein die Grundbucharchive heil? Im Hitler-Regime wurde zudem massiv enteignet und vielleicht auch Besitzurkunden verfälscht? Bei den Sowjets zumindest war das ein regelrechter Sport. Und wer war bis 1900 für die Geschichtsschreibung zuständig? Die Kirche, richtig? Können wir auf die Redlichkeit dieser machtbesessenen Institution bauen? Dann ist da noch der Einwand, dass man sich doch erzählt hätte, wenn es eine Schlammflut oder sonst eine große Katastrophe gegeben hätte. Das wage ich zu bezweifeln, weil Menschen sowas gerne verdrängen, bis hin zum Vergessen, was man bei vielen Traumaopfern festgestellt hat. Ein schützender Gedächtnisverlust tritt ein. Außerdem wurden, wie wir noch sehen werden, im 19. Jahrhundert Millionen Kinder in neue Familien verpflanzt und damit ihres historischen Gedächtnisses und ihrer Wurzeln beraubt. Es gibt zu viele Indizien, um sie mit normalem Hausverstand erklären zu können. Wir müssen größer denken. Und zwar viel größer, um überhaupt einen einigermaßen tauglichen Erklärungsansatz zu finden. Irgendwann, vermutlich vor dem Ersten Weltkrieg, muss es einen Bruch in der Überlieferung gegeben haben. Möglicherweise durch ein erstmal nicht begreifbares weltweites Event. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir das Phänomen der menschenleeren Städte um 1840 behandeln, die den Verdacht nahelegen, dass es eine Art Reset oder Neustart gegeben haben muss. Städte wie St. Petersburg, Moskau, Washington oder auch Berlin sind auf Fotos aus dieser Zeit menschenleer. Wurden sie neu besiedelt und die dann regierende Obrigkeit klebte überall einfach passende Jahreszahlen drauf?
und fertig war die scheinbare Kontinuität? Wie vorhin schon angeschnitten, wurden viele Gebäude wie das Biltmore-Anwesen nicht nur in einer Rekordzeit gebaut, sondern auch gleich wieder abgerissen, nach nur 20 bis 30 Jahren, wie zum Beispiel dieses schöne Gebäude. Bezeichnend finde ich auch, dass es keine Fotos von der Erbauung dieser großen Gebäude gibt, obwohl seit mindestens 1840 fleißig fotografiert wird. Überall ist nur der Endzustand dokumentiert. Die ganz wenigen Bilder, die angeblich eine Bauphase zeigen, könnten genauso gut die Renovierung zeigen, weil das Mauerwerk meist alt aussieht. Auch Fotomontagen sind nicht auszuschließen. Und das sage ich nicht, um mir die Dinge zurechtzubiegen, sondern weil menschliche Neugier und Besitzstolz normalerweise dafür sorgen, dass wir Momente wie eine Grundsteinlegung etc. festhalten. Bei jeder simplen Kindertagesstätte gibt es heute einen Medienrummel. Aber nicht, wenn sich der vorgebliche Herr Wonderbald ein Mordsanwesen bauen lässt, wofür die besten Künstler aus aller Welt engagiert wurden? Wenig glaubhaft, finde ich. Weil man auf das Ausland in der Regel neutraler blickt, soll es auch im nächsten Kapitel um die USA gehen. Welches medial eingeimpfte Bild haben wir von dieser Nation und ihrer Vergangenheit? Endlose Weiten und rauchende Colts. Hölzerne Saloons und riesige Büffelherden, richtig? Vom Hunger bedrohte Auswanderer aus Europa, die sich von null etwas ganz Neues aufbauten. Dann Schnitt und wir befinden uns in den 60ern. Rock'n'Roll, Baby! Aber was war dazwischen? Und was davor? Mach dich auf was gefasst. Warum sieht Chicago nach dem Brand 1871 aus wie Kalifornien heute oder nach 9/11? Und warum waren die Gebäude nicht aus Holz, wie man uns erzählt? Nach heutiger Auffassung gab es diese Städte im Gründerzeitlook wie Berlin, Paris oder London mit ihren hohen steinernen Bauten und repräsentativen Gebäuden erst ab 1870. Vorher waren die meisten Häuser aus Holz, so sagt man, und deshalb verwundert nicht, dass unter ungünstigen Bedingungen ganze Städte abbrennen konnten. Da wird zum Beispiel auch über Chicago erzählt, wo 1871, als sich gerade das Deutsche Reich gründete, eine Kuh für einen verheerenden Brand sorgte. One dark night, when we were all in bed, Old Mother Leary left a lantern in the shed, and when the cow kicked it over, she winked her eye and said, "There'll be a hot time in the old town tonight. Fire, fire, fire!" Lampe fällt um, Stadt brennt ab. Aha. Die Story wird auf dieser Seite behandelt, wie das der informierte Leser von heute erwartet. Wir bekommen die wertvolle Information, dass möglicherweise nicht die Bäuerin Miss O'Leary schuld war, sondern ihre Nachbarn. Das ist doch ein profunder Beitrag zur Bildung. Auf der deutschen wie englischen Wikipedia lesen wir, dass äußerst ungünstige Umstände zusammentrafen, wie ein heißer Sommer, unterbesetzte Feuerwehr etc. Scheinbar ähnlich ungünstig wie bei 9/11, wo die gesamte Flugabwehr geschlafen haben soll. Wie kommt es nun aber, dass wir im gleichen Artikel keineswegs verkohlte Holztrümmer sehen, sondern diese Bilder? Aber auch Pittsburgh, wo 1845 ein Feuer wütete, war offensichtlich in Stein erbaut. Das wirft jede Menge Fragen auf. Offensichtlich haben wir es mit großen Städten aus Stein zu tun, die es 1870 in Amerika, am Beginn der dortigen Gründerzeit aber, Gilded Age, noch nicht geben dürfte. Erst recht nicht 1845.
Die offizielle Erklärung zur Feuerursache ist gelogen, denn steinerne Gebäude fangen nicht einfach Feuer. Außerdem ist ein Feuer nicht in der Lage, Gebäude regelrecht zu zerkrümeln, wie auf den Bildern zu sehen. Anzeichen von Feuer sind auch nicht zu erkennen. Deshalb kann, noch einmal, die offizielle Erklärung nicht wahr sein. Echte Brände hinterlassen solche Spuren. Mauern stürzen nicht so ohne weiteres ein und lösen sich auch nicht in Luft auf. Halten wir fest, dass es schon damals komplette Städte im sogenannten Gründerzeitstil gegeben haben muss. Wer hat sie erbaut und zuvor die nötige Infrastruktur erschaffen? Milliarden Ziegelbrände etc. Ein normales Feuer hat diese Zerstörung ganz sicher nicht verursacht. Was dann? Sehen wir uns zum Vergleich Bilder von den Bränden in Kalifornien 2016 an, sowie vom World Trade Center. Erkennst du die Parallelen? Wie in Chicago türmen sich keine Schuttberge und auch die Bäume sind intakt. Hochinteressant ist, dass wir exakt die gleichen Spuren völliger Auslöschung unter anderem nach dem angeblichen Erdbeben mit Bränden in San Francisco 1906 finden. Alles weg. Wie in Kalifornien heute oder bei den Weltbränden in Griechenland, Australien, Portugal etc. Übrigens, ist es nicht erstaunlich, welche Auflösung das Originalfoto von San Francisco hat? HD in 1906? Die ersten Kameras lieferten zwar im Original hochauflösende Bilder, aber jede Aufnahme musste lang belichtet werden, was wiederum einen unbewegten Standort voraussetzt. Das Foto ist aber eine Luftaufnahme. Wo sind all die Weltausstellungen hin? Wer baute sie in so kurzer Zeit? Warum brannten sie alle ab und durch welche Art von Feuer? Aus den bisherigen Kapiteln ergibt sich, dass mit der Gründerzeit ab 1870 etwas nicht stimmen kann. Und zwar weil nirgends eine weltweite Katastrophe in den letzten 200 Jahren erwähnt wird, die wir als Schlammflut, also Mud Flood, bezeichnen. Es schon 1840 diese gewaltigen Gebäude und steinerne Städte in den USA gab, die noch zudem durch eine Art von Bränden dem Erdboden gleichgemacht wurden, die wie heute Bäume unversehrt lassen, Stein und Metall aber regelrecht pulverisieren, wie bei 9/11. Mit dem Motiv dieser Serie im Bewusstsein, nämlich für die Wirklichkeit aufzuwachen, um handlungsfähig zu werden, wollen wir tiefer graben. Überleitend möchte ich etwas zu diesen Bränden aus den letzten Kapiteln ergänzen. Zu erfahren, dass es in Chicago 1871 gebrannt hat, ist sicher nicht besonders spektakulär. Dass hier unbekannte Kräfte am Werk gewesen sein müssen, die ganze Viertel regelrecht ausradieren, macht es spannender. Elektrisierend wird es, wenn wir die Zahl dieser Brände betrachten. Nicht eine Stadt wurde eingeäschert und auch nicht zwei, sondern aber Dutzende fast zur selben Zeit. Fleißige Menschen fanden weiter heraus, dass in der gleichen Nacht, in der Chicago brannte, mehrere andere amerikanische Städte ebenfalls verheerenden Feuer zum Opfer fielen. Erörtert wird das im nachstehenden Video, das in voller Länge sehenswert ist. At the same time that the Chicago fire was raging, which was on a Sunday night around 9 p.m., you have this whole region in flames. And actually, this is considered the greatest, the worst fire in American history. I didn't even know on the same day as the Chicago fire there was other fires. I had no idea. And not only were there other fires, but it was like the greatest the worst fire in United States history happened that day, and no one knows about it. And a fire associated with that happened in the city I grew up in, and I didn't even know about it. So, weird times. But I just kind of wanted to point this out, that
these comets, they do seem to have these electrical phenomena associated with them. And it's interesting how the official narrative, you know, isn't even tying all these fires together. And it's almost completely forgetting about this fire. So I think I'll leave it there, but that's it. Till next time. Thanks for watching. Bye. Es ist deutlich, dass sich hinter den kindlichen Erklärungen, in allen Fällen war es die Kuh, große Katastrophen mit geheimnisvollen Aspekten verbergen. Abgründe öffnen sich, von denen viele sicher zurückschrecken und deshalb lieber die offizielle Version glauben. Ähnlich ist es mit dem Bild vom staubigen Wilden Westen, das uns in unzähligen Western eingehämmert wurde. Mit netten Farmern, die von mutigen Sheriffs vor üblen Schurken gerettet werden. Mehr schwarz-weißes Kasperltheater geht fast nicht. Zugegeben, es könnte durchaus eine Zeitspanne gegeben haben, wo in Amerika alles staubig und menschenleer war, Stichwort Mudflood. Aber ansonsten spielten sich dort und andernorts erstaunliche Dinge ab. Gemeint sind die Weltausstellungen. Nur 21 Jahre nach dem Brand, der Chicago mit Sicherheit ökonomisch extrem gefordert hat, sehen wir dort diese Gebäude auf der Columbia World Exposition. Hat man nicht irgendwie das Gefühl zu träumen? Das soll Amerika sein? Noch erstaunlicher ist es aber, dass die Ausstellung nur ein Jahr nach der Eröffnung ihre Pforten wieder geschlossen hat. Einfach so. Kurz danach gab es mal wieder ein Feuer, dem der Großteil der Gebäude zum Opfer fiel. Na sowas. Solche Weltausstellungen waren aber keine lokale Laune reicher und baulustiger Völkchen. Tatsächlich finden wir sie rund um die Welt, zum Beispiel schon 1851 in London. Oder in Paris 1867. Wien 1873. Philadelphia 1876. Und viele mehr. Wie in Seattle waren auch in San Francisco mal wieder die Heinzelmännchen am Werk. Nur 11 Jahre nach dem Brand, der ja fast die gesamte Stadt auslöschte, bezaubert dort die Panama Pacific ihre Besucher. Wie in Chicago gab es auch dort ein Feuer. Martin, British. Martin speaking. Okay, so I find this out and I'll go back to some more photos. San Francisco earthquake. I don't want to read the official narratives. I'm just going to touch upon what they say, okay? Massive earthquake shook San Francisco, right, on the 25th of August. On the morning of April the 18th, 1906. Okay? Cities in America on fire. I don't think that is in Massachusetts. Aftermath of the Great Fire of 1901. Bevor ich zu diesen Themen recherchierte, wusste ich nur von der Pariser Weltausstellung anno 1900, in deren Rahmen man den Eiffelturm errichtet hatte. Er blieb als einziges von all den fantastischen Gebäuden übrig, die dort extra für die Ausstellung gebaut worden waren. Alles andere wurde hinterher scheinbar abgerissen und verschwand, als hätte es sie nicht gegeben. Ist das nicht merkwürdig? Nachfolgendes Video zeigt, wie viele unglaublich prachtvolle Ausstellungen es weltweit gab und auch deren Zerstörung. Das Video stammt vom Kanal Age of Disclosure, der inzwischen gelöscht wurde, von wem auch immer. Doch zum Glück habe ich mir angewöhnt, Relevantes zu sichern.
Ganz nebenbei kann man sich fragen, mit was für einer Art Feuer wir es hier wieder einmal zu tun haben, das dem vielen Stahl und Glas in den Kristallpalästen etwas anhaben konnte. Auch in meiner Wahlheimat Leipzig gab es übrigens einen Kristallpalast, im gleichen Stil wie überall und ebenso sang- und klanglos verschwunden. Nichts erinnert daran, dass dieser fantastische Bau einst dort stand.